Ja, jetzt geht es für uns erstmal zu gucken, wo wir den Schlüssel einsetzen können. Creepy. Schritte. Ploppt so komisch beim Gehen. Wie so ein Ploppen, das ist nicht richtig der Gang. Es ist sowieso von der anderen Seite verschlossen. Es ist, also wenn das da von der anderen Seite verschlossen ist, jetzt können wir da zurück. Die Garage könnten wir nichts machen, weil da brauchen wir Strom für den Boilerkasten da. Wir brauchen Feuerholz, also wir können jetzt entweder Esszimmer oder Küche. Muss aussuchen, einen anderen Weg gibt es erstmal nicht. Wir können natürlich auch nach oben, aber ich will gerne erstmal hier unten. Vorankommen. Hört sich geöffnet. Kann auch nicht hören. Dann klebt jetzt so ein Zettel an der Wand. Klassische Musik, es passt perfekt zu diesem Haus. Ein Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher, also ein Schraubendreher, ein Flachkopf-Schraubendreher. Er sieht so aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Den möchte ich ganz gerne kombinieren. Aha. Ach, vier Sicherungen. Sie waren in einer alten Metallkiste. Betrachten. Solche Sicherungskästen werden schon seit langem nicht mehr hergestellt. Ja. Gibt es aber noch zu tausendfach in meinem Haus übrigens auch. So, nehmen wir mit. Ja, da ist noch mehr. Es liegt so viel Gerümpel herum, als ob sie alle Kisten geleert hätten, um nach etwas zu suchen. Der ganze Raum riecht nach Tabak. Also nach Nikotingestank. Ich verstehe, dass Menschen für Nahrung jagen, aber das ist zu viel. Alter. Raucherzimmer. Das ist sogar wirklich so ein Raucherzimmer.
Okay. Notiz von Julia und Saul. Eine bekritzelte Stück Papier aus dem Raucherzimmer in der Hascher Villa. Julia, ich habe gestern in eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen. Aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als als alle anderen. Steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Saul, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Mami war sehr böse und hat Julia immer weiter angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Türe macht mir Angst. Ich verstecke den Schlüssel im Puppenhaus und werde die fünf Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Türe wieder vergessen haben. Einer hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Die hässliche Puppe wacht die Tür. Ich kann sie nicht leiden. Okay. Sind die dann in den verschiedensten Räumen versteckt, die Puppen? In der Küche und so weiter und so fort. Gut. Mutter Erde. Pascha Mama. Kommt das schwarze Zeug her? Und nun? Das passiert also mit dem Walkie-Talkie. Die Frage ist: Passiert das denn nur, wenn was Übernatürliches in der Nähe ist? Ja, es kann sein, dass das Walkie-Talkie dann das auslöst. Habe ich den Schlüssel jetzt eigentlich noch? Ja, den habe ich noch, okay. Dann würde ich in der Küche gerne versuchen, da durchzukommen. Ansonsten müssten wir dann nach oben. Da. Was die Türe drücke und blockieren. Etwas versucht hereinzukommen, verhindert, dass sich die Türe öffnet. Um Kraft zu sammeln, drücke wiederholt auf E. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Türe zu drücken und sie zu blockieren, drücke auf Space. Zu warten, bis deine Kraft am größten ist, ist am effektivsten, aber riskant. Du entscheidest, wann du gegen die Türe drücken möchtest. Aber sei extrem vorsichtig, egal was passiert. Sorge dafür, dass sie geschlossen bleibt. Was zur Hölle? Die Türe-Errungenschaft. Türe, sei extrem vorsichtig. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, es könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denke immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten.
I pucha. Who pushed that door? What's happening? Das hört sich auf jeden Fall nicht so gesund an. Ja, da gehen wir mal nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt durch den. Ja, aber wir kommen so nicht in das Esszimmer rein, ne? In die Küche rein. Wir müssen also jetzt erstmal nach oben gehen, wahrscheinlich, weil sonst, ja, bringen wir uns doch selber um. Gehen wir mal nicht hin. Ich muss jetzt schon mal sagen, um das so kurz zu unterbrechen, das Spiel macht mir echt eine Menge Spaß und es hat echt diesen Gruselfaktor, hält ihm am Laufenden. Das war jetzt zum Beispiel davor, um das zu vergleichen mit The Beast Inside, jetzt nicht so. Oh, ich wollte nicht zurück. Aber hier fängt einen das auf jeden Fall ein und man hat die ganze Zeit diesen Spannungsmoment. Sehr, sehr cool gemacht ist. Arbeitszimmer. Okay, hier wissen wir noch nicht viel. Geht ein Bild. Hier würde normalerweise ein Gebet oder ein Spiegel hängen an der Wand. Ist noch ein um einen Umriss erkennbar. Oh, dieser Mann sieht sehr besorgt aus. Hier steht, dass das Bild aus dem Jahre 1634 ist. Die Türe da ist verbarrikadiert, oder ist das eine Türe? Nee, das ist ein Fenster, okay. Wenn ich woanders wäre, könnte ich mich einfach zurücklehnen, entspannen und zusehen, wie der Wind durch die Bäume weht. Ja, das war noch das Auto von Daniel übrigens. Weiß nicht, das sind doch glaube ich keine Schritte, oder? Das ist so ein komisches Ploppen. Wir gehen da noch nicht durch. Okay, Schwarz-Weiß-Foto. Ein Bild von Haschers Frau, Catherine, mit ihren Kindern, Julia und Saul. Sehr creepiges Bild, würde ich mal so sagen. Schau dir dieses Foto nicht an. Ja, zu spät. Was zum... okay. Ja gut. Creepy. Ein Roman von Sebastian P. Hascher. The Golden Bonfire. Hier ist halt auch wie so dieses komische Blubgeräusch. Das hört man irgendwie überall. Geh mal da durchgehen. Komm. Ach, nope. Hier wurde mit einem anderen Schlüssel, mit einem Schlüssel abgesperrt. Nein.
totally dark in there. I can't see a thing. Denn dieser Schalter ist für die Lampe im Schlafzimmer. Wenn ich den Strom im Haus wieder anschalten kann, ja, dann. Eins der Bücher ist aufgeschlagen, aber ich verstehe diese seltsame Sprache nicht. Ein Schiff wie das mit einem, dem die Spanier zum ersten Mal nach Amerika kamen. Ja, wir gehen ja mal unauffällig wieder raus. Der Raum war leider nicht so verheißungsvoll. Gehen da mal rein. Alter! Das kann ein Kind lang gerannt. Ah, damit könnten wir die Pfütze in der Küche aufwischen. Geschirrtuch, ein schmutziges Geschirrtuch. Kommt da jetzt gleich was aus dem Vorhang gesprungen? Achten. Fühlt sich an wie ein Schwamm, wenn man es anfasst. Und in der ganzen Küche war nichts anderes da zum. Ist ja cool. Okay. Da ist wirklich viel Staub auf dem Glas. Viele der Toilettenprodukte sind noch verschlossen. Vielleicht sind sie für Gäste gedacht. Ein Gäste-WC also. Okay. Bitte nichts Creepiges. Also, wir könnten in der Küche theoretisch die Pfütze aufwischen. Wir könnten, könnten das machen, aber wir haben ja gehört, dass da etwas ist in diesem Raum unten, wo wir die Tür zugedrückt hatten. Was ist das? In Pashamas Namen, was ist das für ein dunkles Zeug? Schimmel. Der Grauen einer jeder Hausfrau oder Hausmann. So, ja, das creepige Kind ist da hinten hingerannt. Kam von da. Gucken. Inka-Figuren. Ich kann sie mit geschlossenen Augen erkennen. Mir eigentlich jemand verraten, was genau wir hier eigentlich machen? Wir sind die technische Frau hier, aber warum sind wir da? Gab es einen Notfall? Gab es einen. Hat da was in der Zentrale gepiept und dann hieß es, du geh mal nachschauen, was da los ist? Alarmsystem hat Fehler oder was? Warum sind wir genau eigentlich da? Warum hört man Kindergeheule im Hintergrund? Also gerade eben zumindest. Ich bin da nicht hin.